Der Vatertag ist überstanden. Also liebe Väter da draußen, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Viele haben Brückentag, langes Wochenende, Tanja und ich nicht. Wir sind hier, denn es gibt einfach wieder so viele spannende Geschichten aus der Welt der Promis. Und die erste, die, weißt du, mein Herz, das fängt, ich würde es jetzt mit den Worten von Helene Fischer sagen, mein Herz tanzt Marathon. Mhm. Da ging es aber um Schokolade in dem Songtext von Helene. Ne? Man denkt, es ist die Liebe, aber es geht am Ende um Schokolade. Schade eigentlich. Ne? Aber in unserem Fall jetzt geht es um die Liebe. Aus Let's Dance wurde in diesem Jahr nämlich Let's Love. Zumindest bei Profitänzerin Ekaterina Leonova und Mentalist Timon Krause. Und jetzt gibt es neue, pikante Details aus ihrem Liebesleben. Die Gefühle tanzen Tango. Arm in Arm, Haut an Haut, Körper an Körper. Bei Ekaterina Leonova und Timon Krause sah man die Funken übers Tanzparkett durch den Fernseher hinaussprühen. Und auch nach ihrem Rauswurf im Halbfinale gehen die beiden weiter auf Tuchfühlung. Bilder zeigen Ekat und Timon schmusend durch die Stadt schlendern. Diese Herzen schlagen in einem Takt. Oder doch nicht? Laut Bildinformationen soll das Herz von Timon nämlich nicht nur für Ekat schlagen. Kommt er etwa aus dem Liebesrhythmus? Was ist da los, Tanja? Also jetzt haben wir die ganze Woche darüber gesprochen, dass Ekaterina und Timon so verliebt sind und ja, für die beiden zumindest alles so scheint, als wären sie ein Paar und alles ist toll und jetzt doch nicht? Na doch, schon. Also ich sag mal so, wir hatten ja vor ein paar Tagen darüber berichtet, dass Timon, er war ja verlobt, 5 Jahre in einer Beziehung mit Sarah, eine Fotografin. Und er hatte ja noch im Januar ein Foto gepostet von Sarah und hat gesagt, sie ist die Richtige, sie ist die Einzige. Dann fing Let's Dance an und dann plötzlich, ja, sprühten da die Funken zwischen Ekaterina und Timon. Und wir hatten eben vor ein paar Tagen, haben sich Leute aus dem Umfeld von Timon gemeldet und gesagt, naja, eigentlich spielt er so gar kein gutes Spiel, weil er hat Sarah wohl versprochen, sobald Let's Dance vorbei ist, kommt er zu ihr zurück und kommt zu ihr nach Hause. Aber zeitgleich gibt es jetzt diese Abschlussfotos von Ekaterina und Timon, die sich wirklich sehr, sehr, sehr verliebt inszenieren und auf der Parkbank ja gekuschelt haben und jetzt auch durch die Stadt tanzen miteinander. Also im Moment würde ich sagen, liegt der Vorteil klar bei Ekat. Das verstehe ich aber nicht so richtig, weil wieso, wenn man seiner Ex-Verlobten oder noch Verlobten, wie auch immer da jetzt der genaue Status ist, sagt, Schatz, ich komme nach Let's Dance zurück. Da habe ich 2 Fragen, die in meinem Kopf gehen. Warum gehst du denn öffentlich mit Ekaterina kuschelnd über die Straße, durch die Stadt ständern, schmusend, also sich ja bewusst der Öffentlichkeit zeigen? Und die 2. Frage, die mir in den Sinn kommt, ist, den würde ich doch gar nicht mehr zurücknehmen. Ja, das ist natürlich die Frage, das müsste man Sarah fragen, aber leider hält die junge Dame sich sehr zurück. Also sie ist ja niemand in der Öffentlichkeit, die da steht, aber die liest es natürlich alles, wird mir erzählt und ihr Umfeld ist nicht ganz happy mit dem, wie Timon sich verhält. Aber ich denke auch mal, dass diese Beziehung im Moment keine Chance hat, weil Ekat, das haben uns ja auch Freunde aus ihrem Umfeld wiederum erzählt, Ekat nimmt sich einfach, was sie will und vor allem, wen sie will. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist, dass sie sich einen, ja, vergebenen Mann geangelt hat und irgendwie die Männer fahren ja dann auch voll auf sie ab und verlassen dann mal eben ihre Ehefrau oder in dem Fall jetzt eben ihre Verlobte. Was ich krass finde, dass das jetzt schon wieder passiert ist, aber ich denke mal im Moment, also Timon und Ekat, ja, die sind ein Paar, die sind sehr verliebt, die sind ja auch zusammen in Köln. Ja, die Fotos zeigen das ja auch, ne? Die sind ja auch, das Finale ist ja jetzt gewesen und aber die beiden sind ja nicht mehr im Finale, aber sie sind natürlich noch Teil der Show, wie alle anderen Kandidaten auch, die oder waren Teil der Show, die ja vorher schon rausgeflogen sind. Und der Timon hätte natürlich direkt nach Ende der Sendung, nach Ende des Halbfinales, hätte er natürlich nach Berlin reisen können zu seiner Verlobten. Aber er ist in Köln geblieben bei Ekat. Also das ist ja ein ganz klares Zeichen. Die Verlobte hat ihn ja rausgeschmissen damals angeblich, haben wir ja auch an hier drüber Ostern gesprochen. Hat sie ihn rausgeworfen, aber trotzdem soll er ihr danach trotzdem noch gesagt haben, du, ich komme zu dir zurück, sobald Let's Dance vorbei ist. Aber vielleicht kann er sich auch nicht so ganz entscheiden nach 5 Jahren. Immerhin waren die ja auch zusammen und ja. Aber wenn Ekat
so jemand ist, der sich immer alles nimmt, was er will und scheinbar ja auch ein Interesse an Timon hat. Ne? Also sie findet den ja gut. Dann spielen ihr diese Kuschelfotos auf der Straße ja wohl eher in die Karten, oder? Also ich muss jetzt mal so sagen, diese Fotos und auch jetzt diese Tanzfotos, die sind natürlich zu schön, um wahr zu sein. Also vielleicht ist sie da ein bisschen glücklicher mit diesen Fotos, als er das ist. Strategie? Meinst du, das ist Strategie? Also so, weißt du, weil wenn ich einen Typen haben will und böse spiele, also, ja, ne, dann würde ich halt schon alles tun, genau, damit die Ex den auch nicht auf gar keinen Fall wieder zurücknimmt. Bin ich absolut bei dir und ich vermute auch mal, so wie es uns geschildert wird, ist es auch genau so. Also die Eckart findet es, glaube ich, ziemlich gut, was gerade berichtet wird, auch über ihre Beziehung zu dem Timon. Und wir hatten ja auch noch, du darfst nicht vergessen, es gab ja auch offiziell bis Januar noch einen Verlobten von Eckart, der war ja dann auch vorbei. Und ihre Eltern, vor allem ihre Mutter, ist wohl gar nicht so happy darüber, dass sie sich eben gegen diesen reichen älteren Verlobten entschieden hat und jetzt wieder so einen jungen Kerl an ihrer Seite hat. Aber Eckart habe, so wurde es mir jetzt erzählt, auch ihrer Mama schon erzählt, dass er sie sehr glücklich macht, dass sie verliebt sei, dass er ihr gut tut. Und sie sucht ja einen Mann, mit dem sie irgendwann auch eine Familie gründen kann. Aber das sollte ja eigentlich das oberste Ziel jeder Eltern sein, dass das Kind einfach glücklich ist, egal mit wem. Warum finden die das jetzt so blöd? Liegt das an dem Geld? Oder? Ich glaube mal, dass die Mama natürlich gerne gehabt hätte, dass die Eckart auch abgesichert ist finanziell. Wir hatten ja auch mehrfach Berichte, dass der Ex-Verlobte auch die Familie eingeladen hatte zu schönen Urlauben. Und die Rechnungen wurden dann von ihm bezahlt. Also vielleicht hat er einfach die ganze Familie, sage ich mal, so ein bisschen mit eingewickelt und eingelullt. Aber Eckart hat sich jetzt eben gegen den goldenen Käfig entschieden, sondern für die Liebe. Und sie soll, so wird mir erzählt, sehr, sehr, sehr glücklich sein an der Seite von Timon. Also wenn das stimmt, dass er sich nicht so ganz von seiner Verlobten getrennt hat, beziehungsweise der immer noch vorgaukelt, er kommt zurück, dann würde ich das schon echt mies finden. Ne? Weil es ist eh eine uncoole Nummer alles, also jemanden zu betrügen, dann das alles noch in der Öffentlichkeit, das ist natürlich auch immer schwierig. Ja. Und dann aber dann nicht ehrlich sein und nicht sagen, pass auf, das ist passiert, das ist jetzt meine Entscheidung, sondern dann noch irgendwie versuchen, sich beides warm zu halten. Das wäre das ja dann in dem Fall. Das gehört sich nicht, finde ich. Natürlich gehört sich das nicht. Und der arme Sarah da eine Hoffnung zu machen, wenn das denn alles so stimmt, was uns da erzählt wird. Ich gehe davon aus, weil wir haben ja sehr gute Quellen rund um Eckart und um Timon. Wir waren ja auch die Ersten, die berichtet haben über diese neue Liebe. Aber ich denke mal, spätestens jetzt, seitdem diese Fotos öffentlich sind, das sieht natürlich auch Sarah, das sieht natürlich auch der Freundeskreis von Timon. Also ich denke, jetzt wird es dann auch ganz klar sein. Ja, wir sind gespannt. Vor allen Dingen sind wir natürlich gespannt, was weitergeht, wie es weitergeht, wenn Let's Dance dann vorbei ist. Weil genau, das haben wir ja auch schon mal angesprochen. Es ist nun mal immer was anderes, wenn man so eng beieinander ist, auf Tour ist. Das ist wie so eine, ja, man ist so eine eingeschweißte Gemeinde. Man lebt in einer ganz, ganz eigenen Welt, ja, hat ganz, ganz eigene Emotionen, die man auch mit niemandem teilen kann, außer mit den Menschen, die das verstehen, die da mitmachen. Deswegen umso spannender, wenn jetzt wirklich das alles vorbei ist, ja, und alle wieder nach Hause gehen, wie es dann weitergeht. Wir haben natürlich unsere Augen darauf gerichtet und unsere Ohren sind, die Lauscher sind ausgefahren. Sprechen wir über die Wendlers, würde ich sagen. Ja, die Tanja. Wendlers. Tanja verdreht schon die Augen. Nein, nein, ich verdrehe nicht die Augen, aber es ist immer wieder interessant. Also ich habe gerade an die letzten Fotos gedacht, die ich mir jetzt gerade vor wenigen Tagen angeguckt habe bei OnlyFans. Wir dürfen die ja leider nicht veröffentlichen, weil wir die ja nicht einfach zeigen können. Also wir zahlen ja auch dafür, um die zu sehen, aber wir haben keine Rechte an den Fotos. Deswegen dürfen wir die nicht zeigen. Und da sehen wir ja Laura, oder Laura hat sie sich jetzt gezeigt, wieder quasi nackt und mit ihrem dicken Babybauch. Ja, es gibt noch einiges mehr. Bringen wir doch unsere Zuschauer und Zuhörer einmal auf den neuesten Stand. Denn immerhin steht ja die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes kurz bevor. Und ja, bevor das Baby dann auf die Welt kommt, gab es jetzt schnell noch mal ein neues Häuschen. Ein Wassergrundstück in Cape Coral, das Michael Wendler laut Bildinformationen mit seiner Firma gekauft haben soll. Für schlappe, 1,54 Millionen Euro. Und das trotz einer Million Euro Schulden in Deutschland.
da kann man doch eigentlich nur sagen, da muss den Gläubigern von Michael Wendler doch die Spucke im wie sagt man das nochmal? Die Spucke im. Na, ich würde mal sagen, das Messer in der Tasche aufgehen, so sagt man ja, ne? Also oder? Natürlich, klar, wenn die solche Fotos sehen, wir haben ja Fotos von dem neuen Haus. Man sieht Michael, man sieht Laura. Wir haben es genannt Badetag bei den Wendlers, weil beide in Badehose, Badeanzug, Handtuch um die Hüfte geschlungen. So steht er auf der Terrasse. Es wurde gefrühstückt mit Nutella und frischen Brötchen. Denen geht es da richtig gut. Und wenn wir dieses Haus uns jetzt angucken, also das ist ja groß, ein großes Haus, ein schönes Haus. Die haben da echt ein sehr, sehr schönes Leben, scheinbar. Und wie du es gesagt hast, in Deutschland gibt es ja immer noch die Schulden, die er hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gläubiger sich über solche Fotos freuen. Ist ja das Gleiche wie bei Boris Becker. Und wir fragen uns natürlich aber gleichzeitig auch, woher kommt diese Kohle? Denn er soll laut unseren Informationen ja 700.000 Euro davon selber bezahlt haben, von diesem Betrag, von diesen rund 1,5 Millionen. Für den Rest soll er einen Kredit aufgenommen haben. Seine Firma war dann noch irgendwie involviert. Und wir haben immer wieder über die Schulden von Michael Wendler berichtet. Und natürlich fragt sich automatisch jeder, woher hat er das Geld? Denn der hat ja auch gar keine Aufträge mehr. Nein, also Einnahmen gibt es unseres Wissens keine. Also auch Laura hatte ja ein paar lukrative Werbedeals wegen jetzt der Schwangerschaft. Aber als die Firmen, die sie da engagieren wollten, mal gegoogelt haben, scheinbar, wer ist eigentlich Michael Wendler bzw. wer ist Laura Wendler, waren diese Aufträge auch gleich futsch. Genauso wie ja diese geplante RTL2-Doku, die ja auch zwar erst verkündet wurde und dann sofort wieder eingestellt wurde. Das hat ihm natürlich auch nicht gefallen, dem Michael Wendler, weil auch die Gage, die die beiden da hätten bekommen sollen, war sicher auch ein Teil des Geldes, was jetzt in dieses Haus fließen sollte. Deswegen, ich weiß es nicht, ich kann dir keine Antwort geben, woher Michael Wendler so viel Geld hat. Wir haben ja auch schon mal darüber nachgedacht, ob es möglicherweise an diesem Verkauf, er hat ja Gold gehabt, ob es damit zusammenhängen könnte, aber am Ende des Tages, irgendwie scheint er irgendwo eine Geldquelle zu haben, die Die scheinbar nie versiegt. Ich weiß es nicht, ob er dieses Gold jetzt verkauft hat. Das haben wir auch nur gehört aus seinem Umfeld, dass das eine Einnahmequelle sein könnte. Laura Wendler verkauft ja ihre Fotos auf OnlyFans. Da kriegt die ja auch Geld. Aber kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die da so viel Geld mitmacht, dass die mal eben ein paar hunderttausend Dollar in ein neues Haus investieren können. Aber die Zahlen sind leider nicht öffentlich. Deswegen weiß ich nicht, was Laura Wendler mit OnlyFans verdient. Mhm. Naja, auf jeden Fall hast du es ja gerade schon angesprochen, gibt es ja neue Nackidei-Bilder von ihr mit Babybauch auf OnlyFans. Ja. Wir haben ja hier auch schon mal darüber geredet, dass wir beide gesagt haben, so richtig schön finden wir das eigentlich nicht, so die Schwangerschaft so krass zu vermarkten und dann auf einer Plattform, auf einer Erotik-Plattform ist halt irgendwie alles so, da bekommt man so ein bisschen, ja. Vor allem, wenn man jetzt sieht, die neuen Fotos, also sie ist ja bildschön. Ich muss sagen, ich finde Laura Wendler wirklich total sehr schön und jetzt auch, sie ist auch schwanger, sehr, sehr schön und du siehst, sie ist glücklich, es geht ihr gut. Aber wenn dann so die Fotos betitelt sind mit feuchte Träume und Das muss ich sagen, das finde ich so ein bisschen, also es wird eigentlich, das ist mir too much. Aber gut, müssen die beiden wissen, haben wir auch schon gesagt, muss jeder selbst wissen. Zu den aktuellen Bildern hat sie geschrieben, feuchte Träume? Kursierte, ja. Oh je. Ja. Ja, aber wie gesagt, müssen die beiden wissen, müssen sie auch irgendwann ihrem Kind mal erklären, wenn das Kind mal irgendwann in 10 Jahren vielleicht ein eigenes Handy hat und sowas dann googeln kann. Ja, aber ist nicht unser Problem. Nein, aber Problem ist ein gutes Stichwort. Und wir bleiben in Amerika gedanklich. Und zwar, ich gebe ja zu, ich bin ein großer Britney Spears-Fan. Und deswegen, ich war ein großer Britney Spears-Fan. Und deswegen machen mich die nächsten Nachrichten ein bisschen traurig, denn Pop-Prinzessin Britney Spears sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Grund dafür ist in diesem Fall aber kein halbnacktes Instagram-Video, wie in den letzten Monaten das des Öfteren der Fall war, sondern eine heftige Ehekrise. Schreie, Streit, Schläge. Sängerin Britney Spears und ihr dritter Mann Sam Asghari stehen offenbar vor dem Aus ihrer Ehe. Und das nicht mal ein Jahr nach der Traumhochzeit auf ihrem Anwesen in Thousand Oaks. Damals war die Welt für Britney mehr als in Ordnung. Endlich Hochzeit, endlich frei sein. Am 9. Juni geben Sam und sie sich das Ja-Wort. Weniger Monate zuvor wurde Britney nach einem langen Gerichtsprozess ihre Freiheit wiedergegeben. 13 Jahre stand sie unter der Vormundschaft ihres Vaters, durfte kaum Dinge selber entscheiden. Britney im Glück. Doch jetzt ziehen erneut dunkle Wolken im Leben der Pop-Prinzessin auf. Wie das Promi-Portal TMZ im Rahmen der neuen Doku Britney Spears – The Price of Freedom berichtet, läuft es bei der Sängerin und ihrem Ehemann alles andere als harmonisch.
In den letzten Wochen soll es immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Angeblich so heftig, dass Britney mehrfach handgreiflich geworden sein soll. Teilweise mussten Sicherheitsleute einschreiten und schlichten. Dazu gab es ständig Schreiduelle zwischen dem Paar. Ist ihre große Liebe etwa schon verpufft? Britneys Ehe soll vor dem Ausstehen. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen sehr viel Podcast gehört in Amerika. TMZ, die sich ja mit dem ganzen Fall Britney Spears sehr, sehr intensiv beschäftigt haben. Und da wird ja wirklich davon gesprochen, dass der Sam eigentlich gar keine Zeit mehr oder kaum noch Zeit mehr in der gemeinsamen Villa verbringen soll. Meistens irgendwo anders ist. Die wohnen ja so eine Stunde ungefähr von L.A. entfernt. Und dass für ihn die Ehe am Ende sei und er seinen Entschluss eigentlich schon auch getroffen hat, und zwar gegen Britney und für eine Scheidung. Ja, ich hoffe nicht, dass es so ist. Ich finde, dass die beiden ein gutes Paar sind. Mir wird es sehr leid tun. Ich bin auch Britney Spears Fan und mir tut sie auch leid, muss ich sagen. Also was diese junge Frau alles schon mitgemacht hat in den letzten Jahren. Deswegen haben sich auch alle gefreut, dass sie diesen Mann, der war ja Fitnesstrainer und jetzt will er ja selbst Schauspieler werden. Und deswegen, wie du sagst, ist er halt im Moment, natürlich versucht er sich zu etablieren als Schauspieler. Er ist ihr jetzt aber sehr, sehr liebevoll auch wieder beigesprungen. Es gibt ja von TMZ diese Vorwürfe. Da geht es ja zum Beispiel auch darum, dass sie eben tagelang nur Kaffee und Energy Drinks zu sich nehme, deswegen tagelang nicht schlafen würde, dann auch Ausraster hat, wohl rumschreit und dann aber wieder wie im Koma irgendwie 3-4 Tage durchschläft. Und er ist ihr zur Seite gesprungen, hat gesagt, das ist alles boshaft, was man ihr da unterstellt, das stimmt alles nicht. Und ja, so richtig zum Ehe aus oder ja, wir sind glücklich, das hat er nicht gesagt, das stimmt, aber zumindest redet er sehr liebevoll über sie. Und sie hat sich ja auch geäußert, aber auch nicht über die Ehe, sondern es gab eben von ihr auch Stellungnahmen zu diesen Vorwürfen, von wegen, dass sie eben durchdreht und ihn schlägt und musste ich sofort an Marc und Verena denken, natürlich, als ich das gelesen habe. Aber in diesem Fall jetzt, es gab ja, als diese Gerüchte aufkamen, gab es dann auch wieder Fotos bei Instagram, wo die beiden sich geküsst haben. Ja. Ob es echt ist oder ob es jetzt einfach nur die Gerüchte eindämmen wollen. Das ist nämlich das, was die meisten aus dem Umfeld dann doch berichten, dass die sagen, das, was man auf Instagram sieht, entspricht halt nicht der Realität. Und es werden wirklich Situationen geschildert, die so detailliert sind. Also sie soll mit einem Gegenstand ihn verfolgt haben, mit einem Möbelstück soll sie ihn durchs Haus verfolgt haben, übers Grundstück gejagt haben, bis dann wirklich Security eingreifen musste und das beenden musste, weil es sonst für beide nicht gut ausgegangen wäre. Sie soll da aber schon die treibende Kraft hinter diesen Streitereien sein. Und er ist ja auch, du hast es gerade gesagt, Fitnesstrainer, ist sehr durchtrainiert, er ist sehr groß, lässt sich das mehr oder weniger gefallen. Also er schlägt da nicht irgendwie zurück oder wehrt sich großartig. Und natürlich, wenn man diese Szenen hört, dann fragt man sich schon, wie es um Britneys mentale Gesundheit bestellt ist. Denn sie hat seit Jahren psychische Probleme, das ist kein Geheimnis. Ja. Deswegen stand sie nun mal auch 13 Jahre unter der Vormundschaft ihres Vaters. Und das ist schon, finde ich, diese Schilderungen sind schon besorgniserregend. Natürlich ist es besorgniserregend. Er hat sie ja so kennengelernt. Also er weiß natürlich um ihre Probleme. Was da genau bei ihr im Moment los ist, vielleicht nimmt sie ihre Medikamente nicht. Wir wissen es leider nicht. Also auch das müsste man mit ihr natürlich selbst besprechen. Das nächste Thema, was ja da auch dazu gehört, sind ihre Söhne. Die soll sie ja auch schon lange Zeit nicht gesehen haben. Die Söhne wollen ja angeblich mit ihrem Vater nach Hawaii ziehen. Also das Verhältnis ist ja auch sehr, sehr schwierig. Und deswegen hatte man sich wirklich gefreut, als dann dieser Mann in ihr Leben kam. Und der hat sie ja so genommen, auch trotz dieses ganzen Chaos, was da um sie herum war. Und der, wie gesagt, er wusste auch von ihren psychischen Problemen. Ich hoffe, dass die beiden das hinbekommen. Ja, vor allen Dingen, du hast es gerade gesagt, nicht nur die Söhne, sie hat auch zu ihrem Vater ein extrem schlechtes Verhältnis. Den hasst sie ja. Da wird ja wirklich von Hass gesprochen. Zu ihrer Mutter und zu ihrer Schwester hat sie auch kein besonders gutes Verhältnis. Ihrem Vater gibt sie ja immer die Schuld an ihrem ganzen Desaster. Und Sam war eigentlich so die ganzen letzten Jahre die einzige richtige Konstante in ihrem Leben, ne? Und ihre Familie. Und natürlich fragt man sich, puh, also könnte die das überhaupt überstehen, wenn diese Konstante, dieser einzige Halt, dieser Fels in der Brandung am Ende wegbricht? Weil viele Freunde hat Britney auch nicht. Nein, sie wäre dann allein. Also wenn Sam auch wieder weg wäre, dann wäre sie alleine. Es kann sein, dass es dann schlimmer wird. Es kann aber auch sein, dass sie dann in diesem Moment aufwacht und dass sie sagt, okay,
ich muss mich jetzt wieder, ne, muss mich jetzt wieder zusammenreißen, in dem Sinne, dass sie ihre Medikamente nimmt und dass sie natürlich, sie macht sicherlich auch Therapie. Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele Sachen, die ja damit eine Rolle spielen, dass sie sich gefangen hatte. Und eine Konstante war auf jeden Fall Sam. Und wie gesagt, deswegen hoffe ich sehr, dass die beiden das hinbekommen. Viele zweifeln ja natürlich auch aufgrund der neuen Vorwürfe an ihrem Gesundheitszustand. Und viele sagen tatsächlich auch, es wäre besser für sie gewesen, wenn sie die Vormundschaft behalten hätte. Also nicht ihr Vater, sondern irgendjemand anders. Also dass es irgendjemanden gibt, der nämlich genau das kontrolliert. Ne? Also Tabletten, Finanzen und all das. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich finde, ein erwachsener Mensch sollte auch sein Leben frei leben dürfen. Britney Spears hat sehr, sehr viel für ihre Karriere getan, auch sehr, sehr viel aufgegeben, nämlich genau das, ihre Freiheit. Klar, wenn sie natürlich Hilfe braucht, also wenn sie einen Vormund braucht, dann ist es ja für sie auch nur, also ist es ja nur positiv, weil dieses ganze Nichtschlafen und dann nimmt sie Energy Drinks und nimmt, das pusht ja auch alles. Also die ist ja dann, das sind ja alles so Triggerpunkte und sie kann dann, glaube ich, aus diesem Teufelskreis von alleine gar nicht raus. Deswegen braucht sie natürlich jemand, der da auf sie aufpasst. Ja, wie, man dachte eben, dass Sam das wäre und das war ja am Anfang auch so. Aber wenn sie jetzt natürlich gegen ihn auch, wenn sie ihn jetzt auch attackiert, kann man auch irgendwann verstehen, dass der sagt, nee, das geht alles nicht. Aber vielleicht sagt er ja auch, ich bin stark genug für uns zwei und wir kriegen das wieder hin. Also ich glaube und hoffe in diesem Fall an das Gute. An das gute Glauben ist immer gut. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Sie hat ja auch noch mal wieder heute, glaube ich, oder gestern ein Video gepostet, wo sie auch noch mal Knutschi-Videos von ihm zeigt und auch noch mal darunter schreibt, dass sie sich so sehr freut und so dankbar ist, dass sie so einen Mann an ihrer Seite hat, der sie so sehr unterstützt. Ist halt die große Frage am Ende, ob sie das einfach nur macht, weil sie sich selber nicht eingestehen möchte, dass die Ehe am Ende ist, weil sie einen gewissen Schein aufrechterhalten möchte auf Instagram, in den sozialen Netzwerken. Man weiß es nicht. Du weißt ja auch selber, wir haben die Erfahrung ja schon so oft gemacht, wenn sich Menschen scheiden lassen, dann, wenn sich Menschen scheiden lassen, dann sagen sie auch oft Dinge in der Öffentlichkeit, die hinter den Kulissen anders aussehen. Ne? Genau, das kann sein. Aber es kann genauso gut sein, dass es wirklich böse Unterstellungen sind. Sie hat ja reagiert auf diese Gerüchte, dass sie, wie gesagt, tagelang nicht schlafe. Mhm. Sie sagt, sie trinke Wassermelonensaft und grünen Tee und Energydrinks mag sie gar nicht. Also sie sagt selbst, Red Bull ist für mich das scheußlichste Getränk. Wir werden schauen. Wir werden sehen. Andere heftige Geschichte auch in Amerika passiert. Und es geht um unsere Lieblingsroyals, Harry und Meghan. Und die große Frage, ob Harry und Meghan von Fotografen so heftig verfolgt wurden, dass es fast zu Unfällen gekommen wäre. Das, aber sagte ich gerade, ist die große Frage. Aber nochmal der Reihe nach, damit auch alle abgeholt sind. Am Dienstag war das Paar in Manhattan, wo Meghan mit einem Award ausgezeichnet wurde. Nach der Verleihung steigen die beiden dann in einen SUV und Scharen von Fotografen sind um die beiden herum, Schaulustige angeblich. Und laut Aussagen des Sprechers des Sussexes wurde das Fahrzeug von Harry und Meghan dann von Fotografen verfolgt, was zu mehrere beinahe Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße und mit Fußgängern und zwei NYPD-Beamten geführt haben soll. Ja, es wird sogar von einer unerbittlichen Erfolgungsjagd gesprochen, die über 2 Stunden angedauert haben soll. So, und das sind natürlich heftige Vorwürfe, wo gleich die ganzen Diana-Glocken läuten und man denkt, oh, ist das jetzt Geschichte, die sich wiederholt? Aber es gibt Menschen, die dabei waren, die sagen, ganz so war das nicht. Also, wo fange ich an? Ich werde jetzt von vorne. Fang doch vorne an. Ich werde jetzt natürlich nach dieser Sendung und nach unserem Podcast werde ich natürlich wieder von Meghan-Fans beschimpft werden. Wie kann ich immer nur böse über diese Frau reden? Ich gebe mir ja wirklich Mühe, positiv über Meghan zu reden. Ich war ja Suits-Fan. Ich habe sie ja wirklich geliebt in der Serie. Ich habe sie geliebt, als sie nach England kam. Also sie hieß Harry dated Meghan. Ich war im Glück. Und ich habe ihr wirklich jede Chance dieser Welt gegeben, genau wie halb England ihr jede Chance dieser Welt getan hat. Auf diesen Fall jetzt, als diese Meldung kam am Dienstag, bin ich natürlich auch total erschrocken, weil auch bei mir sofort die Alarmglocken geläutet haben und ich sofort an Diana denken musste. Und das wäre natürlich nicht auszuhalten. Also wenn die beiden jetzt auch von Paparazzis verfolgt worden wären, wenn es zu einem Unfall, schweren Unfall, ja, verletzt oder Todesfolge, darf man sich gar nicht ausmalen. Wäre das Schlimmste, was passieren kann.
wir waren dann, wir haben uns das natürlich angeguckt, wir haben ja auch Kollegen in Amerika, wir haben natürlich alle Kollegen sofort losgeschickt und wir haben alle angerufen, Polizei, wir hatten den Taxifahrer auch sofort, also es gab ja dann auch einen Taxifahrer, mit dem die drei dann weitergefahren sind, mit dem haben wir geredet, wir haben mit den Paparazzi geredet, wir haben mit der Polizei geredet und jetzt, ein paar Tage später, sieht dieses Bild komplett anders aus. Also es wird eigentlich von Stunde zu Stunde schlimmer. Durch die Zeitverschiebung in Amerika dauert es ja immer ein bisschen, bis es dann bei uns ist. Was wir heute erfahren haben, was wir heute berichten werden und berichtet haben, es war komplett anders, als die beiden das dargestellt haben. Also erstmal gleich am Anfang dachte ich mir, wie bitte soll man in New York eine Verfolgungsjagd hinbekommen über 2 Stunden? Jeder, der schon mal in New York weiß, es geht Traffic. Gar nicht. Du kommst Stau, da, es du geht kommst nichts da vor, im zurück, Zentimeter. Ja. Ja. Schritt kommst du vorwärts. Ja. Also da ist Traffic immer und zwar rund um die Uhr. Du kannst keine Verfolgungsjagd machen. So, da fing es schon mal an. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wie soll das alles passiert sein? Also die sind ja von dieser Preisverleihung, die sind ja da hingegangen und sind nicht wie alle anderen an dem Abend, das war ja eine öffentliche Preisverleihung, sie hat ja diesen Preis entgegengenommen. Sie hätten einmal über den roten Teppich gehen können, hätten sich einmal den Fotografen zeigen können, wären alle im Glück gewesen, hätten ihr Foto gehabt, gut war's. Die sind durch den Hintereingang reingegangen auf die Veranstaltung, das ist so eine Herz-Auto-Vermietung gewesen. Und sind auch wieder hintenrum rausgegangen. Da waren natürlich die Fotografen, die da stundenlang standen, gar nicht glücklich. Aber gut, die sind dann losgefahren. Und mir wurde heute von unserer Kollegin in New York erzählt, die nämlich nochmal bei der Polizei war, nochmal mit der Fotoagentur gesprochen hat. Die sind mit 4 SUVs losgefahren, Meghan und Harry. Und einer. Warte mal. Die saßen in einem und dann gab es noch eine Kolonne mit 3 genau. anderen SUVs. Es waren 4 SUVs. Die zum Team Harry und Meghan genau. gehörten. Und ein SUV von diesen 4 hat sich quergestellt und hat die Straße blockiert, damit kein Auto mehr durchfahren kann. Das geht auch nicht in New York. Also du kannst nicht einfach eine Straße blockieren. Dann kam die Polizei, ja, das stimmt, aber die Polizei kam nicht, um die Fotografen wegzuscheuchen. Es waren auch übrigens, also wir haben uns Fotos angeguckt, da stehen 3 Fotografen, nicht 20, wie erzählt wurde. Jedenfalls die Polizei kam, das stimmt. Die haben aber wiederum zu dem Team von Meghan und Harry gesagt, sie sollen sofort die Straße räumen, sie können nicht einfach eine Straße in New York blockieren. So, dann geht es schon mal los. Und die Polizeiautos, die man dann auch auf einigen Fotos sieht, die kamen nicht wegen Meghan und Harry, um die jetzt zu retten vor den Fotografen, sondern die Polizeiwache ist in der Nähe und es war wohl gerade Schichtwechsel. Und deswegen waren da so viele Polizeiautos in der Nähe. Und der Taxifahrer hat uns ja auch erzählt, da war in keiner Sekunde auch nur eine Bedrohung oder dass man sich unsicher gefühlt hat. Taxifahrer, nur noch mal zum Verständnis, die sind dann aus dem SUV ausgestiegen und sind in ein Taxi gestiegen. Genau. Haben wohl gedacht, dann können sie unerkannt weiterfahren. Und aber auch das Taxi stand natürlich im Traffic. Das ist ja ganz klar. Also wie jedes Auto in Amerika. Und dieser Taxifahrer hat gesagt, da war keine Gefahr. Nein, da waren Fotografen, aber es war keine Gefahr, sondern es war ein bisschen chaotisch. Und das hat ja auch der eine Polizeisprecher gesagt. Mhm. Und was ich halt so krass finde, wir haben ja Informationen, dass ein Netflix-Team auch, also in einem dieser Autos war wohl auch ein Netflix-Team dabei, die natürlich jetzt auch wieder filmen, die waren auch bei der Preisverleihung wohl dabei, die natürlich filmen für eine Fortsetzung der Dokumentation, die ja da bei Netflix läuft, über Meghan und Harry. Und die waren auch dabei. Und Harry hat ja aus dem Auto, du siehst Fotos, wo er sein Handy hält und wo er filmt. Und du siehst Meghan daneben sitzen und du siehst die Mutter von Meghan daneben sitzen. Meghan lächelt, Meghan sieht entspannt aus, auch die Mutter guckt so unter sich. Es sieht aus, als wenn sie auf ein Handy guckt. Also das sind keine Momente, wo du denkst, du hast jetzt Angst um dein Leben oder du wirst jetzt da bedroht oder verfolgt. Und da frage ich mich natürlich, was soll das jetzt schon wieder? Naja, das klingt, also so wie du es gerade darstellst, wurde das extrem überdramatisiert. Ja, und es war ja, muss man auch fairerweise sagen, selbst der Sprecher von Meghan und Harry hat ja von Anfang an gesagt, eine beinahe Katastrophe, eine beinahe tragische Verfolgungsjagd. Also immer dieses beinahe. Ja, aber trotzdem Verfolgungsjagd, Katastrophe, das sind ja Wörter, die lösen Trigger aus. Natürlich. Das weiß ja jeder. Und damit verfolgst du doch ein Ziel. Wenn du sowas sagst, dann weißt du doch ganz genau, die ganze Presse, jeder da draußen wird sagen, oh was, Katastrophe, oh was, Verfolgungsjagd. Und dieses, ich finde schon fast, das ist ein Spielen, mit ein bewusstes Spielen mit dem Schicksal von Lady Diana, die ja nun mal, nein, sie ist nicht gestorben, weil Paparazzi sie verfolgt haben, sondern es war eine, sagen wir mal, eine Verkettung von sehr unglücklichen Umständen an diesem Abend im August 1997. Ja, sie wurde verfolgt, weshalb sie
ein schnell weg wollte, der Fahrer war betrunken. Es ist sehr vieles an diesem Abend passiert. Man kann nicht sagen, nur der war schuld oder nur der war schuld. Dennoch ist es so, dass das die meist gejagte Frau der Welt war. Sie wurde am meisten fotografiert. Genau, sie hat natürlich auch gespielt mit den Paparazzi, das muss man sagen. Sie hat natürlich auch Fotografen, das wissen wir ja alles heute. Sie hat natürlich auch Paparazzi immer wieder angerufen und wollte auch bestimmte Fotos, sie wollte bestimmte Szenen, sie wollte bestimmte Gesichtsausdrücke. Dass das dann in diesem Tunnel in Paris so tragisch endet, das ist natürlich eine Katastrophe. Und wie du sagst, der Fahrer war kein professioneller Fahrer, der war auch noch angetrunken, war ganz, ganz schlimm. Aber wie du sagst, auch natürlich, Harry und Meghan wollten jetzt, dass du sofort mit dieser Meldung, die sie rausgegeben haben, wollten sie natürlich, dass du sofort an den Unfall seiner Mutter denkst. Und das finde ich wirklich schlimm. Und warum? Warum tut er das? Warum tun sie das? Nur Aufmerksamkeit? Also die haben sie doch. Zu zeigen natürlich ihren Fans, zu zeigen, hey, seht her, es geht uns wirklich schlimm und alles, was wir erzählen, stimmt und die Paparazzi jagen uns. Aber wie gesagt, wer auch nur 2 Sekunden gerade ausdenken kann, weiß, du kannst keine 2 Stunden durch New York eine Verfolgungsjagd machen. Das geht nicht. Und es wurde ja sofort dementiert, sogar von der Polizei. Mhm. Und trotzdem geben sie keine Ruhe. Sie haben ja jetzt gefordert von der Fotoagentur, dass die Fotografen ihnen die Fotos geben. Die reagieren aber ganz cool und sagen, nee, wieso? Kriegt er nicht. Wir sind hier in New York und wir sind die Paparazzi hier in New York und es ist unsere Fotoagentur und wir geben euch gar nichts. Die wollen natürlich jetzt auch die Beweise vernichten, die es jetzt natürlich gibt und die ja jetzt auch mehr und mehr in der Öffentlichkeit auftauchen. Und Tanja, weißt du, wenn du das nicht möchtest, ne? Wenn du keine Fotos möchtest, keine 3 Fotografen, die hinter dir herfahren und so, dann zieh dich zurück. Ja. Zieh dich zurück, zieh dich aus der Öffentlichkeit zurück. Sag, ich möchte mit dem ganzen Schwachsinn nichts zu tun haben. Das ist mir alles zu viel. Ich ziehe die Konsequenzen aus dem, was mit meiner Mutter damals passiert ist. Ich möchte ein ruhiges Leben führen, aber mach keine Deals mit Netflix. Schreib kein Enthüllungsbuch, was für so viel Aufmerksamkeit sorgt und quasi an den Palastmauern rüttelt und mach Podcasts und dies und das und inszenier dich als Glamour-Paar, wenn du das alles nicht möchtest. Genau, und dann gehe ich auch nicht zu einer öffentlichen Preisverleihung und nehme einen Preis entgegen für Frauen mit Visionen. Da kamen sie in so einem goldenen Outfit, das hat mal eben schlappe $11.000 gekostet. Also auch das wieder so ein Widerspruch, weil sie ja immer sagt, sie engagiert sich für die Ärmsten der Armen. Ja, dann kommt sie zu so einer Preisverleihung in einem $11.000 Outfit und genießt natürlich auch das Rampenlicht, ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, was ist schlimm daran? Alle anderen sind ja auch über den roten Teppich gegangen und also da waren keine bösen Paparazzi an dem Abend. Mhm. Ah, haben wir schon wieder richtig zum Ende der Sendung so richtig schön Temperatur bekommen hier. Ja, und ich weiß also jetzt schon, welche Hasskommentare ich jetzt wieder bekomme von den Meghan-Fans. Aber es tut mir leid, nicht ich erfinde diese Geschichten, sondern einzig Meghan und Harry machen das, worüber wir dann berichten. Ja, seien Sie nett zu Tanja. Nein, keine ich habe da ja kein Problem bitte. Mit, aber man muss natürlich immer gucken, das ist ja das, was ich oft sage. Wir können doch nur das berichten, was die Prominenten machen. Und wir berichten positiv, aber wir berichten natürlich auch Themen, die den Prominenten nicht gefallen. Und natürlich wird Zucker, Brot und Peitsche. Ja, Tanja. Aber natürlich wird es Meghan und Harry jetzt auch nicht gefallen, dass natürlich die Stimmung nach diesem ersten Schock am Dienstag, ist es ja ganz, ganz schnell gekippt, weil wirklich nicht ein einziger der angeblich Beteiligten ihre Version der Geschichte bestätigt. Mhm. Ja. Ach, das ist, ja, was soll ich sagen? Ja, nichts. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Aber ja, es war wieder schön mit dir. Nächstes Wochenende ist wieder ein langes Wochenende, aber wir sind trotzdem wieder für unsere kleine Mini-Mini-Fangemeinde da. Und ich sag danke dir, Tanja. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Ihnen auch lieben Dank. Denken Sie bitte daran, dass es uns auch als Podcast gibt. Das heißt, wenn Sie irgendwie auf dem Weg in den Urlaub sind, wenn Sie ein langes Wochenende machen, nächste Woche Pfingsten unterwegs auf der Autobahn und Sie können uns nicht sehen, dann hören Sie uns doch gerne bei Audible, Spotify, Apple, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Natürlich auch auf bild.de. Wir sagen tschüss, danke, bleiben Sie uns weiterhin treu und bis nächste Woche.